Macht's Matze. Guten Morgen, Desi. Hey, Matze. Ja, du stehst vom Karstadt-Parkhaus, ne? In 99.9 Fulda. Wir haben es kurz vor neun. Ab in den Fahrstuhl mit dir. Und wenn du ja nicht durchhältst, ne? Dann bekommt Jessica aus Fulda 1.000 Euro in Cash. Ich habe ja erzählt, dass ich Platzangst habe. Und das auch wirklich ein großes Problem ist. Wie ist denn das mit Antreten? Macht's Matze? Macht's Matze? Ich werde es zumindest antreten und werde versuchen, hier von morgens bis abends durchzuhalten. Matze macht's. Matze macht's? Ja, cool. Dann mal los, ab in den Fahrstuhl und gleich mal hier 5. Stockwerk. Das gibt's doch gar nicht. Wir sind gerade stecken geblieben. Es ist wirklich... Ah, jetzt geht's weiter. Das war doch ein Trick, oder? Hat einer angehalten hier. Ja, wir haben es 10 nach 10. Im Moment ist noch alles sehr gut. Ich stecke seit etwas mehr als einer Stunde hier im Fahrstuhl und es geht immer rauf und runter. Und jetzt geht's direkt weiter, nämlich runter. Servus. Hey, na, wollt ihr was essen? Bitte schön. Ja, hi, Matze. Hallo. Hast du einen Kaffee mitgebracht? Ja, ach, das ist ja gar nicht. I am beautiful in every single way. Tschüss. Ich fahre seit 9 Uhr morgens hier immer hoch und runter, auf und ab. Die Tür öffnet sich immer zwischen 4, 3, 2, 1, EG und Untergeschoss. Ach, es ist wirklich so fürchterlich warm und ich muss so auf Klo. Ach. Bei mir ist Jessica aus Fulda. Du hast mir das Ganze eingebrockt. Ich habe dir das eingebrockt. Ich will ja auch die 1.000 Euro gewinnen. Ja, im Moment stehen deine Chancen nicht gut. Wir haben schon über die Hälfte der Zeit rum und ich kämpfe. Eingelegt. Noch 10 Minuten. Dann ist es durch. Dann ist es endlich geschafft. Ja, das ist doch ein Playboy. Ja, ein Playboy-Magazin sollte ich ja für dich kaufen. Wie alt bist du denn? Ich bin 13. Oh, was haben die zu dir gesagt, als du es gekauft hast? Ja, die haben mich gefragt, warum ich das haben will. Da habe ich gesagt, für dich. 4, 2, 1. Matze, stell deine Aufgabe und check, wie hart er wirklich ist. Jetzt auf planetradio.de.